Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Map mit unseren zwei Chars. Ja, genau. Wir wollen EPs, also ich. Immer noch. Und zwar bis zum nächsten Level. Ja, der ist wichtig. Ernie hoffte auf eine Rüstung, die er erst dann einsetzen kann, wenn er diesen Level erreicht hat. Richtig. Und weil das momentan ein bisschen hakt, und meiner hier ist eigentlich so ein drehender, windiger Duellist ist, haben wir gedacht, ich mach mal so. Ich will aber mal ganz kurz hier bei den Options, das wollte ich vorhin schon, den Sound mal ein bisschen runter stellen. Weil der... safe. Weil der Ernie heute ein bisschen leise ist. Ich weiß ist aber er? Nicht, ja, ich weiß aber nicht, woran es liegt. Das könnte auch vom letzten Mal spielen dann noch gewesen sein. Wo ich ja ein bisschen rumgestellt habe. Das ist ja immer so blöd, wenn man so ein Let's Play guckt, man versteht die Leute nicht. Ja. So, bis hierhin alles ganz entspannt. Ja, aber das dicke Ende kommt. Aber jetzt, wo du das sagst, werde ich doch gleich vorsichtiger. Ja. Also hier haben wir wieder diese komischen Bogenschützen als Gegner, ne? Also wenn ich das Prinzip richtig verstehe. So. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, wenn du der gleiche Level bist, aber ich glaube, das ändert sich auch. Ich bin mir auch... Ach, da ist der schon wieder. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die Map sich ändert oder nicht ändert. Also ich glaube, das hängt ein bisschen vom Level ab oder so, glaube ich. Das kann gut sein, ja. Hier hatten wir ja keine richtig fiesen Gegner das letzte Mal, als wir hier waren. Zumindest nicht, dass ich... nö. Nö, das war noch alles überschaubar irgendwie. Ja. Doch, die Endbosse hier waren scheiße. Ja. Genau, vor allen Dingen, weil du nicht in die Arena musst, sondern die laufen hier irgendwo rum. Ja. Aber die hatten wir beim letzten Mal auch nicht, diese Perle. Nee, kann ich mich nicht so richtig dran erinnern, nee. Nee. So. Die hatten wir das auch nicht. Nee, definitiv nicht. Scheiße. Also zum Platz. Weg da. Oh. Fuck, ey. Ja, sie sind weg. Was? Ich meinte den Kringel auf dem Boden, den ich so mittendrin stand. Oh, das einer ist noch übergeblieben, ne? Muss jetzt das Leben schwer machen hier. Natürlich. So, ich glaube, ich werde auch hier mein Tote mal wieder ein bisschen öfter einsetzen. Das macht es einem doch ein bisschen leichter. Ach, Schande. Grüne. Na, wo ist die? Der Geist der Urahn. Alter Falter. Ja, eine Artisan Strongbox. Und einmal mitten durch. Und wieder zurück. Kann nicht schaden. Also der Movement Skill ist ja die Hölle, ne? Aber ich finde den einfach stark.
Rein optisch. Ja. Eigentlich ist der scheiße. Mann. Boah, jetzt teleportiert er sich auch noch. Das Ding kann echt richtig was ab, ne? So. Oh, nö. Okay, den vielleicht noch. Nur wegen des Orbs. Oh, Life Leech ist angestiegen. Finde ich gut. So. Oh, weg sind sie. Krass. Oh. Also die Biester sind immer ätzend. Also alles, was schießt, ist immer so ätzend, weil ich das alles zeitgleich irgendwie auf den aufs Korn nehmen kann. Ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Weil da kann man nicht so richtig ausweichen. So, da hatte ich vorhin gar nicht Mind Cage. Was ist das? Energy Shield. Ja, aber was soll das sein? Ist das ein Schild oder ist das ein Helm? Oder Helm. Was? Mind Cage hört sich für mich noch Gedankenkontrolle an. Ja, oder okay. So. Nehmen wir mal mit. War da Ende eigentlich? Nee. Wäre zu schön gewesen. Die sind ja immer noch nett hier. Ja, da hast du keine bösen Überraschungen. Die marschieren langsam auf dich zu. Ja. Tapern so ein bisschen. Die kannst du auch aus dem Weg gehen, wenn es mal ein bisschen enger wird. Ja. Also die Menge macht das hier so gefährlich eigentlich. Also die paar extra fiesen Viecher. Entweder die oder die Menge. Also eins von beiden. Aber der Balken hat sich gerade halb, ist jetzt halb voll. Also das bringt schon was, ne? Für mich meine ich dazu. Ja, okay. Musste mal im Rückzug machen, weil die ja, ist okay. Sachen machen. Bei solchen Gegnern packe ich gerne meinen Fernschuss raus. Ah, da ist er. Ja, gesehen. So, jetzt wissen wir bloß wieder nicht wen. Aua. Arschloch. Ja, da kannst du nur versuchen dran zu bleiben und live zu leechen, bis er weg ist. Genau das tue ich gerade. Das Problem ist, dass die so lange brauchen. Ja. Müsste sie dann endlich was. Ich habe immer so den Eindruck, wenn sie sich dann wieder wegporten, haben sie wieder mehr Leben, die Ärsche. Ja, das kann sein, ja. So, der ist Geschichte. So, theoretisch müsste einer von denen sein. Aber auch nur theoretisch. Ja, der ist ja wieder weg. Jo. Da ist er auch wieder weg. Oh, du hast ihn. Ja. Das kann man immer gar nicht glauben, ne? Immer wenn ich die, dann denke ich, dann bleibe ich, fahre ich immer noch. Moment, dann ich doch wieder so auftauche. War es das jetzt wirklich? Ja, wo taucht er jetzt wieder auf? Ja. War jetzt auch wieder nicht so prickelnd, was gefallen ist. Nee. Achso, was ist da hinten noch irgendwie? Geht's da noch weiter? Nee. Ja, doch, da ist noch ein bisschen. Ja?
Ah ja, jetzt wo du es sagst. Das ist mein Elementar? Nee, das ist schon wieder weg. Also das steckt hier relativ wenig ein. Also da muss ich sagen, das Elementar vom Templar, das überlebt immer recht lang. Ja. Von dem Duellisten ist immer ständig weg. Ich weiß aber gar nicht warum. Also ich sag mal, vom Skill-Level müssten die gleich sein. Ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwie großartig irgendwie was gemacht hätte. Oder das liegt wirklich an der Aura oder so. Obwohl ich habe hier auch die Purity of Elements, habe ich hier auch. Also ja. Kann ich nicht sagen, woran das liegt. Also ich muss sagen, mein Eiselementar ist das, was am längsten eigentlich so erfahrungsgemäß bei mir durchhält. Das, was ich bei den Bogenschützen habe, das stirbt echt selten. Weil also da müssen echt schon, also für das vom Templar müssen echt schon Hardcore-Gegner ja. kommen oder so, ne? Die einem echt was wegreißen da. Ganz merkwürdig. Das muss man sich mal genau angucken, woran es liegt. Also eigentlich muss das ja irgendwie in den Skills irgendwas sein oder so, dass ich vielleicht vom... Nein, das Elementar an sich wird ja... Ist ja identisch, sag ich jetzt mal. Ja, genau. So, und deswegen muss das ja irgendwie mit dem Helden was zu Hoppala. Tun haben. Da kommt doch schon wieder Rotze angelaufen. So Blitzschadengedöns. So. Schluss mit Blitzschaden. Aber diese fliegenden Hammer oder Schwerter sind cool. Ja, die sind cool. Die. Ja, die sehen schick aus. Und vor allem treffen die immer doppelt. Oh oh. Kringelmacher. Ja. Ah, da ist noch einer. Da war noch einer. Ne, da muss noch irgendwo einer sein. Ah, den hast du hier gerade geholt. Ja. Okay. So, ich weiß jetzt gar nicht. Da unten fehlt uns bestimmt noch irgendwo was. Da oben haben wir alles durch, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, wo sind wir? Ja, jetzt müssten wir eigentlich unten rum und dann eigentlich immer an der Wand lang. So, wenn ich das jetzt richtig deute. Ich finde das auch schön, Ernie. Was jetzt? Dass wir jetzt endlich mal wissen, was das bedeutet. Jahrelang haben alle von den Maps gesprochen. Das stimmt allerdings, und wir wussten nie, was es ist. Ja. Wir waren die kleinen Dummen. Ja, wenn ihr erst in den Maps seid. Wow. Und immer gedacht, was hat denn das mit diesen Maps auf sich? Was sind denn diese Maps? Und jetzt? Ja. Jetzt sind wir so weit, dass wir sie selbst spielen. Und wir sind so stolz auf uns. Ja. Und ich glaube trotzdem, es ist noch ein weiter Weg. Hey, oh ja. Sind wir wirklich jetzt durch hier? Nee, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Ich glaube, da fehlt noch... Ich glaube, hier müssen wir einfach noch weiter. Oder? Oh, da kommt schon also, wieder Elrion. Elrion kommt da schon wieder. Ja, und dann können wir aber noch ein bisschen nach oben und dann müssen wir mal gucken, ob da noch irgendwie was ist, aber ansonsten wüsste ich jetzt keinen. Da, genau, hier so die Gegend. So, da ist aber schon wieder Schluss. Und hier? Das, nee, auch nichts. Nee, hier ist auch Schluss, ich glaube, jetzt theoretisch. Da oben könnte... Und da könnte noch was sein, ja. Ist auch. Schießbiester. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Obwohl ich ja den Hauptschar ja auch ein Schießbiest ist. Aber wenn einer schießt, dann ich. Ja. Ja. Hier ist ein Nest. Ja, ein Nest. Hier ist das Nest von den Biestern. Und das war's. Das war schon wieder eine Map. Ja. Schon wieder eine erledigt. Mann. Das ist ja hier vielleicht noch was. Nee, das ist das Portal schon wieder. Nee, von wegen. Hier. Warte, oben. Wo bist du? Da oben. So, Freundchen. So. Das war's jetzt.
Ja, das war's jetzt. Ich wollte mir diese EPs nicht entgehen lassen. Nein, nee, nee. Deswegen sind wir ja auch hier eigentlich. Richtig. In erster Linie. Also wenn ich das jetzt so einschätzen sollte und ich nicht mehr sterbe, zwei Maps und ich bin dann auf dem Level, wo ich hin wollte. Ah, okay. Ich glaube, Inventory brauche ich noch nicht zurück, weil ich nichts wirklich gefunden hatte. Nein. Ein bisschen. Ich laufe mal zurück, ja, aber ja, ich denke mal... Aber bevor du das machst, auch wenn es eine kürzere Folge ist, aber ist halt so. Ich finde, das kann man gut so machen. Map ja. pro Map oder so, finde ich gar nicht ja. schlecht. So. Ja. Ich könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, so Map pro Map. Dann ist das immer eine abgeschlossene Folge. Genau. Dann könnten wir das nämlich auch mit den anderen beiden Chars, wenn wir die wieder in die Maps schicken, können wir das mit denen auch so machen. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.